Hey du, schön, dass du da bist. Mein Name ist Chris, wir spielen Spider-Man. Und ich habe mal die roten Fähigkeitspunkte oder Heldenmarken ausgegeben, eingesetzt. Und die wir hatten, 48 waren es, glaube ich, haben ausgereicht, damit wir uns alle Verbesserungen leisten können, die es momentan gibt. Und alle Fähigkeiten, es gibt noch ein paar Geräte. Da können wir noch ein bisschen was ausgeben, aber bis dato ist das erstmal so gut erledigt. Ui, wie hoch das ist. Hast. Heute ging mir beim Aufwachen nur eine Frage durch den Kopf. Was war letzte Nacht bei der Emily May Stiftung los? Eben noch ging es um Philanthropie und den Einsatz von Produktionsmitteln für gute Zwecke. Und jetzt blicken wir auf ein Schlachtfeld. Und ja, natürlich stecken diese Jäger dahinter. Die sind hier eindeutig die Bösen. Aber ihr habt auch die Aufnahmen von Spider-Man gesehen, oder? Wie sich dieser neue schwarze Anzug bewegt. Wie bösartig er ist. Nennt mich eine Spielverderberin, aber irgendwas stimmt. Ich hab Spider-Man entdeckt. Wow. Hallo, ich komme von der Feuerwehr. Habt ihr mich gerade nicht gesehen? Was? Na toll. Ach, das. Gar nicht gesehen. Ich dachte, warum springen wir da in die Ecke? Achso, der ist um die Ecke. Der Feuer, der Brandherd. So, und passt besser. Hilfe! Spider-Man! Ich kann mich kaum bewegen! Ich schwing dich rüber zu einem Krankenwagen. Die werden dir helfen. Danke! Hoffentlich bin ich nicht zu schwer! Das geht schon. Ach, er ist vielleicht doch drüber gesprungen. Wir sind gleich da. Na bitte. Jetzt wird alles gut. Du bist ein echter Held. Danke. Kriegen wir so viele Erfahrungspunkte, damit wir die in dem Bereich voll machen? Nee. Nun gut, dann wollen wir weiter. Wir wollen nach hier. Ist hier noch eine Kiste? Ja, ist es. Hm.
Sender? Genki hatte recht. Der Friend hat ein Signal von dem Satelliten empfangen. Womit haben wir es hier zu tun? Keine Jagd, auf die man stolz sein kann. Beschmutzt, mein Vermächtnis. Eine Blamage. Aber nichtsdestotrotz tödlich. Findet sie. Tötet sie. Craven. Wie viele Leute stehen noch auf seiner Liste? Eine Drohne. Sie nutzt das Satellitennetz, um seine Ziele zu verfolgen. So leicht kommst du nicht davon. Ich empfange eine Art Datenstrom von der Drohne. Na toll, wenn ich lang genug im Windschatten bleibe, kann mein Anzug die Daten abrufen und mich direkt zu Lee führen. Bomben? Wir haben ja erst 19-20%. Ich dachte, ein bisschen schneller. Ja, manchmal ein bisschen zu schnell. 50%. Der Download sieht gut aus. Okay. Tempo, bitte Anzug verbrennen! Die letzten Prozent dauern aber. Ich verliere sie und meine einzige Spur zu Lee. Nur noch 10%! Und? Jetzt müsste ich die Daten haben. Sehr gut. Okay, Craven. Wo hältst du Lee versteckt? Was? Alle Ziele wurden in einer Datei kompiliert? Die Drohne hatte nichts über Lee. Aber die Leute brauchen trotzdem meine Hilfe. Sonst stopft Craven sie irgendwann aus. Wenn es noch mehr Vögel gibt, kann ich sie entschlüsseln und die Identität der Ziele feststellen, bevor es zu spät ist. Ich sollte die Daten auf die Spidey-Server laden. Pete wird sie sehen wollen. Harry? Hey, ist Pete auch da? Hey. Nein, hör zu. Ich hab dich in den Nachrichten dem Robotervogel hinterherjagen sehen. Brauchst du technische Unterstützung? Bei der App oder sowas? Ich habe eigentlich schon einen Freund, der das macht. Okay. Tut mir leid. Ich fühle mich nur so nutzlos. Meine Mom sagte immer, wenn die Gelegenheit nicht anklopft, baue ich eine Tür. Trotzdem sie tot ist, frage ich sie um Rat. Ist das seltsam? Nein, mir geht's manchmal genauso mit meinem Dad. Schön zu wissen, dass ich nicht allein bin. Danke und viel Glück da draußen. Ebenso, Mann. Vielleicht bräuchte ich jetzt auch einen Rat. Wohin? Wir wollen dahin. Ja, das wollte ich eigentlich schon eins davor machen. Hat nicht ganz geklappt. Hey, Dad. Ich könnte gerade deine Hilfe gebrauchen. Ich versuche alles, um Lee zu finden. Aber ich komme nicht voran. Ich weiß, du würdest sagen, ein Held ist jemand, der nie aufgibt. Tue ich auch nicht.
aber ich weiß nicht mehr weiter. Vielleicht sollte ich einfach alles andere ignorieren und nur noch versuchen, Lee zu finden. Nein. Wenn Leute Hilfe brauchen, dann helfe ich. Und ich finde Lee. Wenn Pete zu beschäftigt ist. Ich bin Spider-Man. Ich krieg das alleine hin. Wünsch mir Glück, ja. Danke, Dad. Hab dich lieb. Okay. Wer braucht Hilfe? So. Mission abgeschlossen. Hätten wir es fast ein bisschen Erfahrungspunkte geschafft. Oh, die nehmen wir uns mit. Ich hoffe, das ist nur die Kiste ohne nervigen Anhang. Von mir aus gern. Ja, das war's. So. Das haben wir begonnen, angefangen. Hier haben wir da nichts zu tun. Hier können wir noch einen daherjagen. Oh, schön, die sind so groß markiert. Das ist ja herrlich. Dass wir dann hier den zweiten. 3, 4, 5, 6, 7. Und hier nochmal die App. Also, wie du siehst, wir haben noch einiges zu tun. Beim nächsten Mal fangen wir hiermit an. Ja, und suchen den mal. In diesem Sinne, vielen lieben Dank für deine Aufmerksamkeit. Schön, dass du dabei warst und gerne bis zum nächsten Mal. Bye.